Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Lego Harry Potter, die Jahre 5 bis 7. Wir sind hier mal wieder mit unseren diversen Items am Start und wollen heute mal Hogwarts erkunden. Ich kipp gleich mal ein. Ach, ja, hier muss ich natürlich... Oh Gott, wie dumm ist das? Also mit B bzw. Kreis muss ich auswählen. Muss ich erstmal den Kessel auswählen. Ich suche gerade, wo haben wir hier Bellatrix? Oder ist die erstmal nur zum Kauf verfügbar geworden? Ja, die ist nur zum Kauf verfügbar geworden, glaube ich. Ja, also mit B bzw. Kreis müssen wir den Kessel auswählen. Und den Trank auswählen, den wir aus dem Kessel wollen. Und mit X, beziehungsweise mit A, Xbox und Kreuz, PlayStation, müssen wir dann festlegen, welchen Charakter wir wollen. Wie dumm ist das? Ja, das ist halt wirklich dumm. Ich finde es noch ein bisschen schade, dass Hogwarts jetzt kaputt ist. Ups, du bist mir im Weg. Du bist mir auch im Weg. Oh, nice. Susan Bones. Warte mal, die hatte ich doch... Die nicht neulich auch in einem Lego-Set? Okay, jetzt haben wir einen von zwei. Also, uns fehlt ein Charakter und es sieht auch aus, als würde uns der goldene Stein fehlen. Kann ich mit dir irgendwas Besonderes, Weltbewegendes machen? Minimal was. Damit kriegen wir dann jetzt erstmal das Tor auf. Ich würde aber erstmal nicht dort lang weitergehen. Ah, wobei, gehen wir hier lang weiter. Was ist mit euch denn? Charakterstadt. Ist es McGonagall oder ist es, wie heißen die? Madame Pince, glaube ich, ne? Die hier die Bibliothek macht. Madame Irma Pince bin ich gut. Ja, warum liegen die alle hier K.O. am Boden? Was habe ich denn da für eine Filmstelle nicht mehr im Kopf? Ach nee. Wenn man den goldenen Stein noch nicht hat, ist er transparent. Alles klar. Okay, du da oben bist ein Ravenclaw. Zusammen? Hä? Wow.
Okay, Ron, du Hirn, dich muss ich mal eben austauschen. Nein. Was, wer ist das? Ach genau, Pitwidgeon. Pitwidgeon. Stimmt, der hatte ja dann später eine Eule. Pitwidgeon habe ich schon vollkommen vergessen. So, Ravenclaw. Hier, Luna. Sehr gut. Wow, Luna ist ziemlich useless. So, zack. Und das wird der Schlüssel zu unserem Schloss. Nennt sich Schlüssel-Schloss-System. Ne, Prinzip hieß es, oder? Schlüssel-Schloss-Prinzip. Naja, fast. Und wen haben wir da drin? Wer bist du denn? Anthony Goldstein. Wer bist du denn? Oh, Schüler in Gefahr haben wir auch nicht gerettet. So, was ist das hier? Sobald es Schnellzaubern gibt, bin ich sofort in der Winkelgasse, ne? Vom Feigen. Oh. Pff. Das braucht ja wirklich keine Sau. Na, finde ich da jetzt das Buch, das da drüben reingehört? Ganz blöde Frage. Warum kriege ich als Tom Riddle den Patronus? Voldemort konnte kein Patronus erzeugen. Und ich nehme an, dass das für Tom Riddle genauso gilt. Also, ich denke mal, er wird ja nicht verlernen, einen Patronus zu beschwören. Deswegen würde ich mal sagen, konnte er prinzipiell keinen beschwören. Also, ist das schon ein bisschen dumm. So, und der goldene Stein. Damit haben wir jetzt komplett die Bücherei hier abgeschlossen. Aber ernsthaft, warum? Warum sind die Schüler so zerstört hier? Das könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, das weiß ich echt nicht. So, dann gehen wir mal nach links. Warte mal. Jetzt, wo ich ja weiß, dass das sonst transparent ist, uns fehlt hier noch ein Schüler. Mit dem rechten Stick kann man übrigens die Kamera minimal schwenken. Geht es nochmal? Nee. Hä? So, ich gucke dann erstmal hier rein. Hier haben wir nämlich noch einen Schüler in Gefahr und zwei Charakterstats fehlen uns noch. Hier brauchen wir die komische Brille. Tom Riddle mit der Brille ist halt auch der Brüller, ne? Ah. Wer bist denn du jetzt? Justin Finch Fletchley, das ist Statist 23. Kann ich Professor Flotwig eigentlich umbringen? Aha.
So, da oben ist der Schüler in Gefahr. Ne? Ja. Dann haben wir den gerettet. Dann fehlt uns nur noch ein... Ah. Nein. Schade. Ah, da kommt er vielleicht raus. Ja, Professor Flottfick. Da haben wir ihn doch. Gut, dann haben wir auch das abgeschlossen. Ah ne, hier drüben geht's rein. Fuck. Was war das denn jetzt? Okay, hier haben wir noch zwei Charakterstats. Okay, das funktioniert einfach nicht. Gut. Ah, ui. Dings hier, Lavender Brown, genau. Da oben muss ich noch hin. Ja, genau. Sehr gut, genau. Damit haben wir jetzt auch den Ritter hier glücklich gemacht. Und er gibt uns jetzt eine Charaktermarke, oder? Wer bist du? Cho Chang. Ah, Sung. Dann haben wir auch den Bereich des Schlosses komplett abgeschlossen. Puff. Entschuldigung. So, zwei Charaktermarken und ein Schüler in Gefahr. Der Schüler könnte hier drin sein, nehme ich mal an. Ja, gefunden. Mir graut es ja schon vor den Ländereien von Hogwarts, ne? Davor graut es mir schon. Jetzt bist du halt an. Auch gut. Es tut mir übrigens leid wegen dieser kleinen Rucke, ne? Das ist leider das Spiel. Kann ich hiermit noch etwas machen? Ja, auch nur im Brunnen und im Pokal verwandeln. Okay. Damit haben wir Hermine. In der Strickjacke, okay. Okay.
Was war denn in dem Schrank hier drin? Konnte man damit ver... Nee. Nee. Ja, auch hier fehlt jetzt eine Charaktermarke. Und auch hier ist mir nicht bekannt, wie ich da rankomme. Vielleicht so? Nee. Vielleicht muss ich auch hier beide Pötte zu einem Brunnen machen und vielleicht komme ich dann die Charaktermarke raus. Versteht er den Gedanken? Ansonsten weiß ich nicht, was ich tun muss. Ich guck auch, dass ich hier alle Leuchter... Nö. Dass ich alle Leuchter anmache, hier mit den runden Feuerschalen. Falls es das ist. Die sind alle an. Nee, sind sie nicht. Bringt aber auch nichts. Shit. Gut, dann gehe ich erstmal zu Verteidigung gegen die dunklen Künste und versuch's mit dem. Hier haben wir noch alles offen. Okay. Umbridge vom Zaubergemott. Ja. So. Zack. Mephloy. Einfach nur so. Geld sammeln. Kann ich das kaputt machen? Nö. Aber das kann ich kaputt machen. Und jetzt? Ah! Hä? Ah, okay. Okay, wir haben noch den Schüler und einen Goldstein. Extra Herzen. Scheiß auf extra Herzen. Ich will schnell zaubern. Mit Avada Kedavra gerettet. Wait, hier ist einfach. Der lag hier im Raum rum. Oh, bin ich unfähig. Okay, mehr gibt's ja auch nicht. Dann haben wir auch den Raum abgeschlossen. Sehr schön. Wo geht's raus? Geht's hier raus? Nee. Hä? Wo geht's raus? Ah, hier. So, konnte man hier oben drüben noch rein? Nee, da konnte man nur im Vorgang rein, glaube ich. Ey, ich wieder Zauberkunst, genau. Dann ging es hier noch nach rechts weg. Oh, nach unten auch noch. Stimmt, bei Snape hatten wir ja auch noch was zu tun. Auch nicht. Verdammt. Aber bei Snape gibt es gar nichts zu tun. Hier waren wir komplett durch. Ja. Gut, dann... Eben nicht. Muss ich die vielleicht nochmal ausmachen? Nee. Sonst würde er mir auch was anzeigen. Kann ich in die Kiste rein? Nein. Das
bestimmt irgendwas ganz Dummes. Warte mal. Nee. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Gut, aber da oben gibt's was und hier drüben gibt's was. Gibt's hier direkt den roten Stein oder muss man mehrere? Ich glaube, den gibt's direkt. Gut, aber was ich auch gerade sehe, ist, dass die Zeit schon ein wenig fortgeschritten ist. Deswegen bedanke ich mich mal wieder bei euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.